Schönen guten Tag. Ja, heute machen wir wieder ein kleines Tasting. Ich muss mich gerade so ein bisschen bücken, die Kamera irgendwie so ein bisschen schief ist. Aber das kriegen wir alles hin. lassen wir es so, ne? Ich habe etwas Schönes mitgebracht. Und zwar, bevor ich jetzt alles aufreiße, den Artback N.O. Ja, kam dieses Jahr raus, nee Quatsch, letztes Jahr, 2017, war schon 2018, und es ist an sich mein erster Artback. Ja, warum? Kein Plan. Von Eider habe ich eigentlich schon eine Menge durch. Und wieso bin ich bei Artback noch nicht gelandet? Weiß ich nicht. Ich glaube, dieses ganze Marketing-Scheiß, was sie da so abziehen, habe ich von Anfang an eigentlich schon immer abgeschreckt und deswegen habe ich mir gesagt, nee. Außerdem kostet die Flasche, ich sag mal, LaFroy 10 Jahre kostet, was kostet die? So 30 Euro ungefähr, ne? 30, 35. Ein Artback kostet immer 10 Euro mehr. So. LaFroy soll ja von der Art her nur so ein bisschen heftiger sein. Ich bin totaler Fan von LaFroy. Seit so, nicht so lange, aber irgendwann habe ich der Rauch dann doch gepackt. Und mittlerweile finde ich es wirklich großartig. Und Artback, ja, habe ich immer so ein bisschen links liegen lassen. Dann, ja, eigentlich war es gar nicht meine Idee. Ein bisschen Staub drauf. und es war eigentlich vom Kumpel die Idee, den mal zu teilen, den neuen, weil er gerade rausgekommen ist und dachte mir, ja, komm. Was soll's, nimmst du das Ding? Und teilt es ein bisschen auf. Oder er hat auch geteilt, ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall haben wir es verteilt. Ich habe die Pulle behalten. Boah. Dazu kann man ja auch ein kleines Video drehen. Ne? Ich zeige euch mal. Ich glaube, es wurde von sämtlichen YouTubern schon ein Video gemacht dazu. Ich kann nämlich ja nahtlos einreihen. Und euch ein bisschen unnütze Sachen dazu erzählen. Nee, weiß ich nicht. Ich bin ja sowieso nicht der große Vertester. Ich mach's eigentlich nur zum Spaß und weiß ich nicht. Wir machen es mal auf. Schauen wir ein bisschen was drin. Boah, alter Schwede, der Korken, ey. Ein schöner Kunststoffkorken auch hier. Finde ich persönlich mehr besser. Ich habe immer Angst, wenn ich die Flasche aufmache. Und das ist ein Naturkorken, dass der irgendwie bröselt oder irgendwas und weiß ich nicht. Einfach sowas machen, das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, erst auch einmal probiert, aber boah, der ist würzig. Also der Korken, ne? Also ein würziger Rauch kommt da schon raus. Heftig. Flaschendesign hat Artback drauf, muss man sagen, ne? Also sieht schon echt cool aus. Hat was, ne? Geht ab, ne? So. Nee. Bezahlt man halt eben auch, ne? Ich meine, der hat jetzt 50 Euro gekostet. Ja. Okay. 50 Euro sind 50 Euro. Das ist auch schon eine Menge Geld. Aber. Ich meine, wenn er gut ist, ist er gut, ne? Was mir auch so auffällt, eigentlich ist es noch einer. Hier steht mein Whisky-Regal. Ich glaube, das ist der einzige, den ich im Regal habe, der kein Alter trägt, oder? Stimmt. Das ist der einzige, der kein Alter trägt. Ansonsten, ich habe an sich nichts gegen No White Statements. So, wenn sie gut sind. Ja, ich habe auch noch nicht so viele gefunden. Das muss man halt auch dazu sagen. Also, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine Kopfsache, aber von der Art her, ich brauche ein Alter. Ich will wissen, wie alt das Ding ist, damit ich ungefähr einschätzen kann, was ist er denn auch wirklich wert. Hm? Weiß ich nicht. Es gibt. Ich hatte ja mal schon das erste Video gedreht, das war der Vini, 15 Jahre, nur mal so als Beispiel. Und ich kann mir halt einen Ball Vini, 15 Jahre kaufen, Single Barrel, der kostet dann 100 Euro. So. Da kann ich irgendwie abschätzen, ist es mir das wert oder nicht. So, kann ich bei dir eben nicht, weil die da einfach irgendwas dumppunchen mit irgendwelchen Jahren. Und ja, im Endeffekt muss man es halt probieren, ne? So, kommen wir mal jetzt zum Artback. Ja,
Ansonsten aber. Ich sage jetzt mal nichts mehr. Ich probiere es mal. Okay. Also der Korken war würziger als jetzt der Geruch ist. Draußen geht gerade die Feuerwehr. Ich weiß nicht, ob man das hört. Aber vom Rauchgehalt nicht so heftig auf jeden Fall wie jetzt ein Lafroig. Der ist schön eingebunden. Wo ich das bei dem Lafroig gerade geil finde, dass du ja so richtig in die Fresse hauen im Rauch. Weil ich mag diesen Lagerfeuerrauch. Für mich ist es ein Lagerfeuerrauch. Für mich ist es ein Rauch. Ja, weiß ich nicht. Der erinnert mich an was. Bei Artback jetzt habe ich das nicht so. Also ein bisschen süß, ja. Torfrauch und Würzigkeit ist da drin. Ich habe jetzt keine Referenz zu den normalen 10-Jährigen oder dergleichen. Der kostet ja auch nur 5 Euro weniger oder so. Was da jetzt genau drin ist, ja, wer weiß es schon. Ne? Aber. Tja, wäre schön, wenn es draufstehen würde. Ne? So. Probieren wir mal. Hi. Kommt gerade meine Freundin rein. So scheiß Wetter. Tschüss. Ja. Würzig auch im Geschmack. Vom Rauch kommt der eigentlich gar nicht so viel durch. Ich werde jetzt noch keinen Rauch gehen heute, aber das ist verhältnismäßig für mich eigentlich recht wenig sogar. Ich kenne den normalen Zehner nicht, aber ich denke mal, der ist ein bisschen stärker. Was hat er eigentlich? 46? 46,6% hat der normale auch. Ich weiß nicht, ich glaube, der nur 46. Wieso da jetzt 6%? Ja, ist auch egal. Aber man merkt schon, da kommt schon einiges durch. Jetzt schiebst du ein bisschen nach, aber da kommt noch nicht viel. Ne? Das ist eigentlich nur diese Würzigkeit vom Rauch, weiß ich nicht. Lässt jetzt auch wieder nach. Man hat ja mal dieses Abweck-Ding, dass man sagt, der hat boah, so einen extremen Rauch und boah, ey. Anfänger bloß nicht probieren. Also, oder andersrum halt eben, probier auf jeden Fall mal einen Artback, weil der ist richtig geil rauchig. Anfangs habe ich die eher gemieden, diese rauchigen. Mittlerweile, wie gesagt, Lafroig ist eigentlich so eine meiner Lieblingsdistille von der Art her, weil, ja, weiß ich nicht. Die haben schon ganz coole Sachen am Start. Das ist mal dieser Vergleich, ne, aber. Kann der für mich jetzt nicht mit mithalten. Ja. Jetzt kommt er auch so ein bisschen durch, aber. Mehr Würze als Rauch. Ich finde ihn nicht heftig. Auch wenn es nur meine unqualifizierte Meinung ist. Ein Bowmore, 12 Jahre, der auch so in diesem Anfangsbereich steht für Rauch, der ist für mich heftiger. Weil er diese Küsten. Aromen, weiß nicht, Möwenscheiße, nein, aber auf jeden Fall dieses, ja, weiß nicht, also das sind ja diese Seearomen mit dem Rauch zusammen, die verbinden sich so stark, dass ich den zum Beispiel stärker finde, als Ding jetzt hier. Vielleicht ist es trübt mit, oder es trübt vielleicht auch meine Wahrnehmung, weil ich den jetzt schon, ich habe schon ewig nicht mehr getrunken, aber es ist für mich einfach total
brutale Würze mit so einem, ja, eine Prise Rauch drin. Schlecht ist er nicht. Kann man sich zulegen. Ist ein bisschen Abwechslung drin. Also ich wüsste sonst auch nichts, was annähernd so schmeckt. Ne, weil diese Würze, die macht da schon eine ganze Menge aus. Puh, ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ne? Vielleicht probiere ich demnächst mal einen 10er, um mal einen Vergleich zu haben. Ja, ich sag mal so, ich würde mir auf jeden Fall nicht nachkaufen. Einfach mal so als, ne? Ich habe da jetzt von, weiß ich, 20, 30 Zähler habe ich behalten, glaube ich, oder so. Wenn die leer ist, dann ist es auch erstmal okay. Alles klar, okay. Ob ich, also, ob ich jetzt, euch jetzt ja, weitergeholfen habe damit, weiß ich nicht. Es gibt aber unzählige Videos zu dem Whisky. Ich glaube, er kommt in den meisten auch ziemlich gut weg. So als Ergänzung zu der Standard Range, die vorher habe ich nur 3 mit drin hatte. Jetzt eben den 4. Wird das schon irgendwo reinpassen. Ne? Alles klar. Haut rein.